Ja, Oliver Marach, du hast deine Vorbereitungen in den letzten Tagen in der Heimat absolviert. Was ist der Grund dafür? Na, ich habe ein bisschen nach Melbourne ein steifes Kreuz gehabt und wollte mich für den Davis Cup da voll hundertprozentig da sein. Wenn ich ein Turnier gehabt hätte und nicht ein Davis Cup, hätte ich sicherlich ein Turnier gespielt. Aber jetzt, wie gesagt, Davis Cup ist sehr wichtig. Mhm. Haben wir ein bisschen, das haben wir gut gehen lassen, Massagen und Treatment, und es passt jetzt alles wieder. Mhm. Du und Alex, ihr habt so ein bisschen einen Saisonstart gehabt. Euer Trainer Michael Eich Oberleitner hat gemeint, da weiß man nicht so richtig, soll man sie freien oder nicht. Wie siehst du das? Ja, erste Runde Seite, Turniersieg, erste Runde. Von meiner Seite aus war es ein bisschen ein totaler Fehlstart, weil ich meinen ganzen Dezember verletzt, habe gar nichts mehr spielen können. Und dann bin ich einfach zum Turnier gefahren nach Brisbane, war das erste Turnier. Ich habe das erste Mal einen Tennisschläger dort gehabt und wir haben im Viertag schon ein Match gehabt. Es war dann, jetzt sage ich mal, keine große Überraschung, dass es nicht so gut gegangen ist. Ja, dort, wir haben einfach weiter trainiert und dann in Auckland hat es super funktioniert. Wir haben einfach hart trainiert die Woche davor und dann ist es uns gut aufgegangen. Wir haben das Turnier gewonnen ohne Satzverlust. Dann ist halt ein bisschen die Dämpfung wieder gekommen in Australien. Ne? Also wir haben eigentlich gute Erwartungen gehabt, wir haben eigentlich eine gute Auslosung bis ins Achtelfinale gehabt, aber ja, dann haben wir so eines dieser Matches gehabt, die wir leider nicht gewinnt. Wir haben 3 Sätzen verloren und wir waren in jedem Satz Break vor und haben das Match leider nicht zumachen können. Und dann haben die anderen in wichtigen Punkten immer gut gespielt. Und das war halt dann eine große Bremse, aber wir werden weiterarbeiten, ja, und es ist ja alles lang, es war das erste Turnier. Natürlich ist es schade, dass es beim Grand Slam passiert ist, mir lieber es passiert beim Kleinen, aber das kann man sich nicht aussuchen und jetzt geht es weiter hart dran arbeiten und schauen, dass wir vielleicht beim nächsten Grand Slam so gut spielen. Jetzt steht allerdings erst einmal der Davis Cup bevor. Wie positiv gestimmt bist du diesbezüglich und wie taugt dir die Atmosphäre hier? Ja, also ich habe sicher das erste Mal die Arena, die ist großartig. Der Platz schaut auch sehr gut aus, ich werde jetzt das erste Mal trainieren, mal schauen, wie die Schnelligkeit ist und so. Ja, natürlich sind wir alle sehr begeistert, also euphorisch. Als Davis Cup zu spielen ist immer toll und wir schauen jetzt, dass wir eine gute Trainingswoche hinbringen, dass alle top motiviert sind und dass wir dann einen guten Davis Cup spielen. Alles klar. Danke dir vielmals. Danke.